Und da sind wir auch schon wieder zu unserer Aufnahme von Halo 2. Legen aber direkt mal gleich hier los. Ja. Ich habe nämlich gerade wieder mal keine Ahnung, wo wir sind, obwohl es erst gestern her ist, wo ich die letzte Aufnahmesession gemacht habe. Ach ja, stimmt. Wir sind mit dem Master Chief unterwegs. Mein Gott, ist das laut eingestellt hier bei mir über das Headset. Ja, komm her. Ach komm, wir haben ja eh genug Nadeln. Wie, was? Ihr lebt immer noch? Ah, was? Wie, die leben doch. Mein Gott, die hauen uns jetzt sogar schon ein paar Grunts ein paar über die Löffel. Also das ist aber nicht schön. Finde ich sogar ganz und gar nicht toll. Ich weiß, ich könnte Dual-Waffen nehmen, aber möchte ich gerade gar nicht. Ja, den Eliten, dann hauen wir einfach ein paar über die Mütze. Das hat noch einen Grunt. Mein Gott, also, haben jetzt gerade einen mächtigen unsichtbaren Eliten einen über die Mütze gezimmert, so wie es sich gehört. Nur mal kurz mit der Tasten, wo Taschenlampe war. Hier war Taschenlampe. Sehr, sehr gut. Ah, und dann hoffen wir mal, dass das jetzt nicht so schlimm ist. Soweit ich weiß, müssen wir... Wo kam das denn schon wieder her? Ja, weil ich dir dafür ein paar aufs Maul geben. Okay. Ja, also hier ist auch ein kleiner Bürgerkrieg ausgebrochen. Mehr oder weniger immer so eine Art Rassenkrieg. Ich weiß gar nicht, wie man am besten nennen soll. Zwischen Eliten und dem Brute. Hahaha, das ist witzlos. Kriegen wir aber glatt eine Plasma angeheftet. Oh, gleich nochmal das Ganze. Jetzt komm mal her. Ja! Ach mein Gott, treffe ich überhaupt nochmal irgendwann meine Granaten? Anscheinend treffe ich gerade... Was war das denn? Wieso kam schon wieder von hinten einer? Boah! Dann schauen wir jetzt nochmal von hinten. Hier ist nichts mehr. Also hier dürfte gleich kein Feind ankommen. Hier haben wir das Ding, was jetzt runterknallt. Hier haben wir... Kommst du denn schon wieder her? Also die müssen doch von hier jetzt irgendwo kommen. Oder haben wir nie draußen noch ein paar übrig gelassen? Kann das vielleicht sein? Nö, hier draußen ist ruhig. Also daran liegt schon mal nicht. Haha, dann verlassen wir uns jetzt einfach nochmal auf unser Glück. Naja, Glück kann man es nicht wirklich nehmen, wenn man gleich schon zu Anfang der Aufnahme schon zweimal gestorben ist, aber sogar schon dreimal, weiß ich gerade schon gar nicht mehr. Habe ich schon wieder gekonnt ignoriert. So, da oben haben wir den Eliten. Komm näher, komm näher, komm näher. Na, vorbei. Ja, jetzt haben wir schon keine Granaten mehr. Oh, 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 oh. Es ist hier drüben. Es ist ein Mensch, du blöder Penner. Ja, da kannst du noch so scheinen, um ekelhafter Grunt. Nee, diesmal nicht, diesmal nicht. Also gehen die mir auf den Nüsse mit ihren Granaten. So, ein Elite für dich. Hallo, Grunt. So, haben wieder mal ein paar Granaten eingesammelt. Sehr gut. Ich weiß, selten sind noch welche. Aber ich will jetzt einfach mal hier drauf. Wir suchen mit mir, aber ja, besprechen wir vernünftig. Ich weiß, könnte man über mich auch sagen. Ja. Ich will erstmal da oben den Grunt erledigen. Und ich glaube, da unten die... schießen schon alleine gegeneinander. Haben die jetzt den Blut erledigt? Ja, sieht ganz so aus. Ja, komm schon, wir überlegen jetzt erstmal hier den Grunt. Komm her, Grunt. Papanski.
Das gibt's doch nicht. Ja, du bist ein ganz toller Hecht. Oh, schon wieder hier. So, diesmal machen wir mal ein bisschen anders. Die Eliten können dann doch ganz schön auf die Nüsse gehen. Vorhin denkt man sich, komm, den übernimmst du. Und dann auf einmal machen die... Na? Ach, komm. Komm schon her. Kann ich mal hinten der Brut mal rauskommen, damit die sich mal ein bisschen ein paar auf die Mütze hauen? Na also, da ist er doch schon. Ja, macht ihr fein, macht ihr das. Wir hauen einfach ab. Wenn wir den Propheten fangen wollen, müssen wir eine Abkürzung nehmen, quer durch das Mausoleum. Sehen Sie das mal positiv. Momentan scheint sie mehr daran interessiert zu sein, sich gegenseitig umzulegen. Ja, hoffen wir, dass er mal so bleibt. Ich weiß, da ist ein Blutgewehr gewesen. Nein, da sitzt sie schon hinter uns. Hohoho. Oh, wow, wow. Nein! Ja, genau. Huhuhu, hier müssen wir aber so echt aufpassen. War vielleicht doch nicht so eine gute Idee, einfach direkt durchzurennen. Ach, keine Granaten mehr. So, hinter uns ist... Gut, der ist tot. Okay, das scheint nicht so wirklich den gewünschten Effekt zu haben. Müssen wir... Nein, das klappt nicht so, wie ich es mir vorstelle. Wir haben auch keine kleine Granate, die wir einfach von hinten in den Rücken knallen können. Kommst du bitte mal ein bisschen nach vorne? Vielleicht treffen wir... Ich habe mir hier gehofft, da liegt ein Sniper. Hatte ich als Zweitwaffe, aber habe ich leider nicht. Einfach mal. Nee, das scheint nicht so wirklich zu funktionieren. Doch. Aber jetzt ist unsere Waffe leer. Ja, komm her. Ich wünsch dir die Pet. Ja, da kannst du mir noch so viel wünschen. Trotzdem mache ich dich fertig. Das ist jetzt. Oh, 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 oh. Jojojojojojo, mal Ruhe mit den Pferden hier. So, jetzt snipern wir mal ein bisschen, auch wenn ich die Sniper gar nicht so mag. Ach, das gibt's doch jetzt nicht. So, ich mag die Sniper eigentlich überhaupt nicht, deswegen suchen wir jetzt mal schnell eine andere Waffe. Ja. Jahaha. Warum ausgerechnet Jäger? Ja. Sag mal. Sonst geht's euch allen aber gut, ne?